Und eine dritte Welle von Fünfen, denen wir uns entgegenstellen müssen. Der Bogenschütze ist fies, die sind alle fies. Also der macht gleich den normalen Zweierangriff, hat nur 3 Trefferpunkte. Wir sollten eigentlich, finde ich, kurzes Cooldown, den Angriff in beide Richtungen hier einmal machen. Da können wir nämlich nächste Runde, wenn er uns auf uns zu bewegt, zweimal angreifen und ihn killen hier. Jetzt zieht er auf uns zu. Einmal den Zweierangriff auf ihn. Sonst hätte er gleich zugekämpft. Jetzt müssen wir ein bisschen pokern. Wir können das Schild nehmen. Der Fernkämpfer kann es übernächste Runde angreifen. Der muss sich erst bewaffnen, der ist weit weg. Der hat nur 2 Trefferpunkte. Ich würde gerne versuchen, die beiden nebeneinander zu erwischen. Allerdings brauchen müssen wir dann... Ich nehme mal den Speer. Ob das klug ist, weiß ich noch nicht. Oder... Oder wir gehen ganz auf Nummer sicher. Nächste Runde wird er sich ausstatten. Nehmen einmal den Fernkampf. Jetzt könnte er auf uns feuern, wir kämpfen zuerst. Ja. Ein Goldpunkt fällt runter, der zieht ein Feld vor. Wir nehmen 4 Trefferpunkte müssen wir wegbringen hier. Das normale Schwert. Den Speer für einen Zweierabstand. Er könnte mit 2er Abstand auf uns drauf. Scheiße, ich habe mich vertan. Unser Speer macht natürlich den Angriff auf 2 Entfernungen, aber das Schwert nicht. Das heißt, wir sollten jetzt doch das Schild nehmen. Dann ziehen wir ein Feld nach links. Wir haben das Schild verbraucht, aber haben ja vorne keinen Schaden gemacht und ihn killen wir jetzt. Ja. Jetzt einmal wieder ausstatten mit der Waffe. Was ist denn das hier rechts? Guck mal. Ist das Deko? Das war, glaube ich, eine Deko. Eins nach links ziehen. Er hat 3 Trefferpunkte. Eins nach links ziehen. Die nächste Welle kommt erst hier in 3 Runden. Ne? Er zieht ein Feld vor, dann wird er uns angreifen. Wir nehmen einmal die Zweiergeschichte. Er hat 3 Trefferpunkte, einmal weg mit dir. Jetzt kommt sofort die nächste Welle. Das hier ist... Ja, der hat Gott sei Dank nur 2 Trefferpunkte. Das ist wieder ein Bogenschütze, das ist wieder ein Schwertkämpfer mit 3 Trefferpunkten, kleine Entfernung. Wir nehmen erstmal das normale Schwert. Nehmen Pfeil und nehmen den Speer. Er dreht sich um. Wir ziehen ein Feld nach links. Mit Schwert und mit Speer schalten wir ihn mit allen 3 Trefferpunkten aus. Wenn wir das allerdings machen, werden wir danach den Bogenschützen auf der Backe haben. Der kann sich nichts drunter ausrüsten. Stattdessen könnten wir uns auch durch ihn durchbewegen. Ich bewege mich einmal durch ihn hindurch. Das haben wir diese Runde noch nicht gemacht. Und jetzt können wir ihn mit dem Speer zerstören. Den verschenken wir zwar. Der Schwertangriff reicht nur eine Runde weiter und ihm können wir ihn ausschalten. Ja. Jetzt dreht er sich um, ist in unsere Richtung. Der hat allerdings nur eine Reichweite. Wir bewegen uns eins nach links. Er sticht ins Leere. Wir drehen uns schon mal in die richtige Richtung. Wir nehmen uns 3 Trefferpunkte, müssen wir ihm stehlen. Pfeil und Bogen. Sag mal Leute, woran sieht man eigentlich, wann die nächste Welle kommt? Sieht man das hier oben? In wie vielen Runden es dauert bis zur nächsten Welle? Kann man das sehen? Muss man mitzählen? Ist das eine Überraschung? Hier oben gibt es ja so eine Anzeige, die verstehe ich noch nicht richtig. Wer von denen, die das Spiel selber spielen, mit anderen Worten zum Beispiel, wie das sind die, kann mir erklären, wie man sehen kann, wann die nächste Welle kommt.
Hier müssen wir 3 Trefferpunkte klauen. Wir nehmen noch einen hier rein. Nur an den, am Blinken der Schrift. Hier oben, okay. Der zieht ein Feld auf uns zu. Wir warten ein Feld. Wir setzen eine Runde aus. Jetzt greifen wir an, stehlen ihm 4 Trefferpunkte. 3 hat er. Ja. Sammeln einmal Dinge ein. Er kämpft gleich auf uns. Wir springen einmal zurück. Bewaffnen uns. Jetzt kommt gleich die nächste Welle. Er ist der Einzige, der übernächste Runde kämpfen könnte. Er, der braucht eine Weile. Mal nachdenken. Der hat uns, wir haben wieder die Bewegungsfähigkeit, mit der wir die Plätze tauschen können. Das würde ich allerdings noch nicht nutzen wollen. Wir könnten ihm 2 Punkte schon mal klauen und nächste Runde durch ihn hindurch uns bewegen. Hierhin. Ich bewege mich einmal durch ihn hindurch. Jetzt will er uns angreifen. Wir haben einen Zweierangriff. Wir töten ihn. Letzte Kampfrunde. Er kann nichts machen, er kann nichts machen. Speerkämpfer mit langer Reichweite weit weg. Und das ist der mit dem Harakiri-Angriff. Wir müssen ihm nur 2 Trefferpunkte klauen. Er wird gleich mit dem Speerkampf aus 2 Feldern Entfernung angreifen wollen. Das ist jetzt, wir wissen nicht, wie die Feinde ziehen. Speer und nach rechts, ja, kann man machen. Aber dann, ich denke, sowas wie Fernkampf und Speer brauchen wir eher auf der linken Seite, weil die wollen uns auf Abstand halten. Dann müssen wir Entfernung überbrücken. Ich würde links lieber, rechts lieber dicht ran. Das ist auch ein Nahkämpfer. Den würde ich auch gerne dicht ranziehen. Das heißt, wir machen erstmal die Standardgeschichte. Jetzt ziehen wir eins nach rechts. Er zieht nochmal eins auf rechts. Wir weichen ihm aus, ziehen eins rechts rüber. Er konnte sich nicht bewegen. Wir killen ihn. Hat alles geklappt. Die haben wir schön auf Entfernung. Letzte Welle, das sind 2 Speerkämpfer. Wir sammeln das hier vorne einmal ein. Und bekommen jetzt eine Abkühlung. Wir können Spezialfähigkeiten wieder auflösen oder einen Glückswürfel, mit dem wir gegnerische Absichten neu würfeln können. Das behalten wir alles für den Bossgegner. Wir drehen uns auf jeden Fall einmal um. Wir brauchen auf jeden Fall den Fernkampf möglichst bald. Den können wir auch jetzt schon einsetzen. Einmal Fernkampf aus der Entfernung hat einen langen Cooldown. Ja. Jetzt müssen wir ein bisschen spekulieren. Wir rüsten uns mit der einfachen Waffe aus. Er zieht eins vor. Ich hätte den Speer nehmen sollen. Ich wusste nicht, dass er in derselben Runde. Ich habe mich verzählt. Wenn man nicht klar in derselben Runde wird, er außerdem nochmal zustechen. Wir ziehen sogar dicht auf ihn rum, dann kriegen wir in der nächsten Runde wenigstens gekillt. Wir können den Glückswürfel könnten wir einsetzen, um die gegnerischen Absichten neu zu würfeln. Sollen wir das machen? Sollen wir den Glückswürfel dafür verschenken oder sollen wir sagen, dann verlieren wir 2 Trefferpunkte? Was sollen wir machen, Leute? Sollen wir auf 2 Trefferpunkte Holzwurm? Vielen Dank fürs 19. Abo. Papa Bär, vielen Dank fürs 50. hier. Tolles Jubiläum. Und für Kalti, danke fürs 7. Guten Abend. Was würdet ihr machen? Sollen wir auf die 2 Lebenspunkte verzichten? Nicht an ihn ran und ihn dann killen? Oder sollen wir den Glückswürfel einsetzen? Was ist euch lieber? Also den Glückswürfel zu verschenken für einen Gegner, finde ich uncool. Ich setze lieber die Lebenspunkte aus und dafür killen wir den in der nächsten Runde auf jeden Fall. Jetzt haben wir auch ein gerades Schild bekommen. Lebenspunkte bekommen, verlieren bekommen wir temporäre Lebenspunkte über ein Schild dazu.
Jetzt gehen wir auf Nummer sicher. Jetzt holen wir uns den Speer. Jetzt können wir auch gleich wieder durch ihn hindurch uns bewegen. Willst du da kämpfen? Jetzt kosten wir ihn 4 Trefferpunkte und er ist weg. Nun, wir haben ein Schild, aber das können wir, glaube ich, nicht mitnehmen. Und kommen eine Runde weiter. In der Zwischenrunde können wir wieder irgendeine Sachen verbessern mit einem Schaden und einer Ablenkzeit. Also ein Dreierschaden ist schon mächtig. Was würdet ihr davon halten, wenn man den Speer, der 2 Gegner auf einmal erwischt und den wir nur selten einsetzen, wenn dem einen Dreierschaden geben und eine Ablenkzeit mehr? Der hatte eh einen Fünfer, eine 5er Ablenkzeit. Also die verlängern wir nur um 20%. Und damit können wir potenziell 2 Gegner machen. Eine Runde warten sei nichts dabei. Das könnten wir auch machen. Wir könnten mal eine Waffe, die wir laufend benutzen, die auf um 50% den Schaden erhöhen und 0 Ablenkzeit auf eine. Das können wir machen. Sehr gute Idee von Wieders mit dir. Einmal verbessern. Eine Runde Ablenkzeit ist nichts, das stimmt. Mondhafen. 5 Gegner. Oh, und wen haben wir hier? Direkt neben uns. Wer spawnt hier vorne? Ein Wächter. Agro. Bewegt sich nach dem Angriff auf dich zu. Ich weiß nicht, welche Waffe er einsetzt. Und das ist der normale Schwertkämpfer mit 5 Trefferpunkten. Agro, wenn er sich angreift, bewegt er sich auf uns zu oder wenn wir ihn angreifen? Müssen wir rauskriegen. Der Dreierangriff ist jetzt super stark. Ja. 5 Trefferpunkte. 2 Waffen. Hey Leute, der Speer. So, jetzt stechen wir zu. Ihn töten wir mit 5 Trefferpunkten. Er macht 2 Schaden. Einer bleibt übrig. Der kann sich auch nicht auf uns zubewegen. Jetzt holen wir uns einmal das Gift. Jetzt weichen wir einmal da hinten aus. Sehr schön. Noch. Ach, wir können nur ein Gift jeweils an uns nehmen. Man kann nicht mehr als ein Gift ansammeln. Okay. Er hat nur noch einen Trefferpunkt. Wir nehmen trotzdem das, die Dreiergeschichte hier. So. So, jetzt das Gift machen, denn wir haben sehr viele Lebenspunkte. 4 und 5 Lebenspunkte. Einmal Gift, dann sammeln wir vielleicht das Gift hier sogar auf. Ja? Die verlieren jetzt 3 Runden lang jeweils 1 Punkt pro Runde. Wir reden uns einmal um die eigene Achse. Ja. Wie die sich ausstatten, wissen wir nicht. Hier. Ja, natürlich den Speer. Mit etwas Glück können wir beide erwischen. Und das Zweierschaden müssen nur ein bisschen pokern. Einmal den Speer. 3 Trefferpunkte und 2. Beide werden diese Runde nicht angreifen. Wir müssen nur auf die zuziehen, dann verlieren die jeweils einen Punkt und nächste Runde stechen wir durch die durch. So, jetzt stechen wir durch beide durch und das war's dann. Sehr cool, dritte Welle von 5ern. Oh, der links ist fies. Und guck mal, die Gegner werden stärker. Nicht nur wir. Der Bogenschütz hat immer 2 Trefferpunkte. Das normale Schwert natürlich. Ja, was habe ich gerade falsch gemacht? Einmal so. Einmal auf ihn zuziehen. Einmal killen. Dreierschaden rechts. Wir können aufs Gift gehen, das haben wir ja nochmal. Problem bei dem Gift ist natürlich, dass wir aber auch nur einen Gegner haben, der reduziert wird. Ich wisst ja was, wir drehen uns einmal um die eigene Achse. Jetzt wird er nach uns stechen und wird uns verfehlen, wenn ich eins nach links springe. Und dann sammeln wir hier die Beute ein. Jetzt zieht er auf uns zu, wir können aber durch ihn hindurchlaufen.
Er wird aber nicht sofort, er wird nur ziehen. Wir machen einmal den Dreierangriff. Einmal zu. Fünfer Schaden. Dann machen wir auch einmal den anderen Kampf und nächste Runde erwischen wir ihn dann komplett, ne? Ja, es hat funktioniert. Sehr schön. Puh. Das sei kein Gift hier, sondern... Ah, 3 Trefferpunkte erhalten. Danke für den Hinweis. Habe ich mich verguckt. Die können wir jetzt heilen oder wir nutzen mal... Was ist das für einer hier? Das ist wieder so ein Wächter. Und das hier ist der, der in beide Richtungen angreift und kämpft. Jetzt haben wir ein bisschen Cooldown hier. Wir nehmen wieder den Speer, der durch 2 Leute hindurchsticht. Wir nehmen einmal mit kurzem Cooldown unser Schwert. Wir haben... Wir ziehen 1 nach rechts. Stechen durch beide durch. Dem klauen wir 5 Trefferpunkte und dem 2. Letzte Welle hier. Oh oh, und wen haben wir jetzt? Jetzt haben wir wieder so einen Wächter, die knubbeln sich hier. Und links haben wir diesen normalen Schwertkämpfer. Ja, wir wissen noch nicht genau. Also die Lebenspunkte würde ich mir schon gerne holen, aber die können wir auch uns nachher noch holen. Damit greifen wir in 2 Richtungen an. Ja. Also auch nach hinten. Einmal den Dreierangriff. Er zieht ein Feld auf uns zu. Ihm gehen wir aus dem Weg. Wir ziehen 1 nach rechts. Wenn wir 1 nach rechts ziehen. Ah, Scheibenkleister. Nee, das ist doof. Wenn wir. Ich steche einmal da links, dann vernehmen wir zwar den an. Ah. Ach, das ist jetzt doof, weil wenn wir jetzt nach rechts ziehen und er zieht nach uns nach, er hat ja 3 Trefferpunkte, dann werden wir auf jeden Fall einen verlieren. Wir ziehen 1 nach rechts, es geht nicht anders. Okay, jetzt schalten wir ihn aus und er zieht nach. Ah, alles da. Ich dachte, der würde sofort nachziehen. Jetzt, der hat nur eine 1er Reichweite. Wir weichen einmal nach rechts aus. Er haut daneben. Wir haben alle Zeit der Welt. Es kommt ja keine Welle mehr. Das heißt, wir können aber auch das Ausheilen nachher beim Rundenwechseln machen. Ja. Wir trinken schon mal einmal Trefferpunkte. Und wir mit dem normalen Schwert klauen wir eben gleich 3 Lebenspunkte. Wir drehen uns einmal um. Wir warten, dass er sich uns nähert, eine Runde aussetzen und... Es funktioniert! Bislang haben wir noch kein neues Match starten müssen. Bislang haben wir es geschafft hier, Leute. Gemeinsam hier. Ja, das kann sein, falls neue Items vom Himmel fallen, vielleicht die alten einmal verbrauchen, wie das in dir. Ganz genau. So, jetzt können wir... Oh, super cool. Einen Schaden verbessern. Das ist mal ein besseres Level Up. Das Schwert! Dem Schwert, dem hatten wir schon einen weiteren Aufrüstungsplatz gegeben. 4er Schaden für Schwert. Soll das machen? Wobei, also bislang war die Kombination, wir hatten noch nie einen Gegner, der mehr als 5 Lebenspunkte hatte. Ne? Die Alternative wäre, den Speer aufzuleveln. Richtiger Kommentar im Chat. Den kann man zwar nur alle 5 Runden einsetzen, aber der macht dann halt einen 3er Schaden. Den Pfeil und Bogen setzen wir erstaunlich selten ein. Ich glaube, am häufigsten setzen wir das Schwert ein, am zweithäufigsten den Speer. Das ist mein Eindruck. Oder? Ich würde am klügsten ist es eigentlich, das zu verbessern, was man am häufigsten einsetzt. Und das ist eindeutig das Schwert. Mit der kurzen Cooldown-Dauer. Ich kann den Wunsch nachvollziehen, das Speer zu verbessern, aber 5 Runden Cooldown. Wir gehen mal auf das Schwert. 4er Schaden.
Weil die Gegner werden ja auch besser im Laufe der Zeit. Okay? Puh. Welle 1. Und wir ziehen. Wen haben wir wo? Das ist dann wieder ein Bogenschütze. Die sind fies, die müssen wir früh rausnehmen. Und der kämpft in zwei Richtungen. Das ist ein normaler Schwertkämpfer, der nur ein Feld weit kämpft, aber einen extra Lebenspunkt hatte der auch. Das heißt, die Feinde greifen uns mit Infanterie hinten, Bogenschützen vorne an. Das gefällt mir. Das heißt, das hier ist unser erstes Ziel hier. Ja. Der hat jetzt eine Runde Cooldown. Die Punkte bekommen wir ohnehin. Es könnte eng werden hier. Ich würde wirklich ganz gerne mit dem Schwert in zwei Richtungen mal beginnen. Aber es könnte verschenkt sein. Es hat drei Runden Cooldown. Für den brauchen wir eigentlich nur einen Schwertangriff. Ich würde sagen, wir ziehen mal entschlossen auf ihn zu. Wir gönnen uns das Schwert. Jetzt schalten wir ihn aus. Jetzt weichen wir eins nach rechts aus. Er haute daneben. Jetzt drehen wir uns einmal um die eigene Achse. Jetzt nehmen wir wieder unser Super Deluxe Schwert. Ziehen wieder auf einen auf ihn zu. Wir ziehen nochmal einen auf ihn zu. Ja. Nochmal eins nach links. Nochmal das Super Schwert. Das ist echt eine super Waffe. Blocken seine Bewegung. Schalten ihn mit 4 Lebenspunkte gegen 3 aus. Nächste Welle. Jetzt haben wir einen Lauf, Leute. Jetzt haben wir wieder viele Gegner und 4 weitere Wellen. Das coole Schwert hat sich, glaube ich, ausgezahlt. Wir müssen allerdings immer mit dem Super Deluxe Schwert immer um unsere Gegner herumtänzen. Beweglich bleiben, mobil bleiben. Ansonsten gibt es ein Problem. Aber es könnte eine funktionierende Taktik sein.